Ja, hallo meine sommerverträumten Faulpelze und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal wieder mit einer Limited Edition, die jetzt nicht wirklich ganz neu ist. Ja, es gab sie letztes Jahr zum Sommer auch mal. Ich habe sie allerdings noch nie probiert, beziehungsweise ja, nur einen davon gegessen. Ich kann mich an den Geschmack auch gar nicht mehr erinnern. Und zwar die Raffaellos mit Himbeergeschmack. Ja, es gibt ja wie letztes Jahr auch schon nur für kurze Zeit jetzt zum Sommer die Raffaellos mit einer Himbeercreme. Ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Jahr haben sie mich nicht so geflasht, deswegen ja, habe ich sie mir auch nicht nochmal gekauft. Ich habe allerdings auch nur einmal reingebissen, ja, weil Kokos war ja nie wirklich so mein Ding. Jetzt möchte ich sie aber mal genauer unter die Lupe nehmen, ja, und wir wollen einfach mal gucken, wie die Raffaellos so aussehen. Ihr seht schon, sie sind richtig schön rosa verpackt, wie es auch zu der Himbeere passt. Und ich zeige euch den jetzt auch mal, aufgeschnitten in einer Großaufnahme. So, und hier könnt ihr diesen aufgeschnittenen Raffaello einmal sehen. Ihr seht richtig schön diese rosane Himbeercreme. Die Kugel ist auch richtig schön pink mit Kokosraspeln, wie es auch bei den normalen Raffaellos ist. Und wir wollen sie jetzt geschmacklich mal testen. So, Leute, ihr habt den Raffaello hier jetzt mal gesehen in der Großaufnahme. Und oh, es riecht auch schon richtig fruchtig, also richtig schön so nach Himbeere. Und ich bin gespannt. Ja. Der Himbeergeschmack auch gleich richtig intensiv. Also der Himbeergeschmack überwiegt auf jeden Fall. Von Kokos kriegt man gar nicht mehr so viel mit. Er schmeckt sehr fruchtig, aber nicht wirklich fruchtig süß, sondern mehr. Es geht so mehr ins Saure über, ja. Also schmeckt so leicht säuerlich wie bei der Jogurette. Und für Leute, die kein Kokos mögen, die werden das auf jeden Fall bestimmt feiern, weil Kokosgeschmack geht leider echt total unter. Ja, beim normalen Raffaello ist das ja so eine Kokoscreme. Das hier ist jetzt eine Himbeercreme. Und ja, hat jetzt mit Raffaello nicht wirklich viel zu tun. Also würde man mir die Augen zuhalten, würde ich jetzt gar nicht darauf kommen, dass das ein Raffaello ist. Wie gesagt, die Himbeercreme, sie schmeckt sehr lecker. Ja, es ist ein sehr schöner, fruchtiger Geschmack dabei. Geht aber auch so ein bisschen leicht ins Säuerliche über. Also es ist auch so ein Mix mit Jogurette. Ja, aber nichtsdestotrotz irgendwie die Himbeercreme, die hat was. Ja, also sie ist jetzt nicht schlecht. Ich finde aber das Original besser. Ja, mir gefällt die mit Kokoscreme besser, weil es auch einfach süßer ist. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt keine süße Himbeercreme. Das hält sich wirklich in Grenzen. Das ist nicht so süß. Kann man gerne mal machen, ja, es ist eine tolle Sommeredition, aber es ist auch gut, dass es eine Limited Edition ist, ja, weil durchgehend würde ich mir sie, glaube ich, nicht kaufen. Wenn man das mal macht, ist ganz okay, aber ich glaube, das ist auch ein Geschmack nachher, von dem man nachher auch schnell genug hat. Ja, ich würde den auf einer Skala von 1 bis 10 auch 8 Punkte geben. Es ist echt eine ganz leckere Sorte. Wie gesagt, mal mit einer Himbeercreme. Die ist sehr dominierend. Der Kokosgeschmack kommt nicht so durch. Was mir natürlich sehr gut gefällt als Nicht-Kokosfreund. Nichtsdestotrotz finde ich die Originalen doch ein bisschen süßer und ja, cremiger, weil es wie gesagt so eine Kokosmilchcreme ist. Aber für Fruchtfreunde und Himbeerfreunde auf jeden Fall das Richtige, Leute. Ja, abonniert hier oben meinen Kanal, schaut immer wieder gerne rein und wir sehen uns. Tschüss!